Hallo, ihr lieben Leseratten, und herzlich willkommen zu dieser kleinen Buchvorstellung. Diesmal geht es um Nonino, der vierte Stern von Paul Zucker. Ein Buch aus dem Baumhaus Verlag, das eigentlich der Auftakt für eine Reihe sein sollte. Ich habe mich hinterher kurz darüber informiert, habe aber ehrlich gesagt keine Informationen weiter gefunden, außer dass hier hinten drin Werbung für den zweiten Band war. Nonino, der Drachenkopf. Aber ich habe es ehrlich gesagt überhaupt nicht gefunden. Also ich weiß nicht so richtig, was damit passiert ist. Ich hatte meine Ausgabe vom Secondhand-Laden und dort war es erst, dort hat es eigentlich 2,50 Euro gekostet und wurde dann runtergesetzt auf 1 Euro. Was an sich schon traurig ist, muss ich sagen. Also wie gesagt, ich weiß gar nicht so richtig, ob das dann noch fortgesetzt wurde. Ich habe jetzt nur Informationen über diese beiden Bände, diesen, den ich da habe und den, über den Werbung gemacht wurde, wo ich aber überhaupt nicht irgendwie, habe bei eBay geguckt, kann man es kaufen? Nein, hat niemand angeboten. Ich war, glaube ich, auch auf der Seite vom Baumhaus Verlag und dort habe ich es auch nicht gefunden. Nur das erste, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Es war also ganz merkwürdig. Ich weiß gar nicht, ob es davon überhaupt jemals einen zweiten Teil gab, aber ich meine, es steht ja hinten drin, also theoretisch muss der existieren. Steht sogar schon ein Preis da. Hier steht ja nicht, dass es noch rauskommt, sondern es sieht eher so aus, als ob es schon draußen wäre. Also ich habe ehrlich gesagt nicht sehr viele Informationen dazu. Aber okay, ich habe es trotzdem erstmal gelesen. Ne? So, ich bin ja erstmal sehr skeptisch an das Buch rangegangen, weil es, wie gesagt, der Auftakt von einer Buchreihe ist. Und ja, auch so Jugendbuch. Und ich weiß auch nicht, ich weiß überhaupt nicht, warum ich das Buch überhaupt geholt habe. Und deswegen bin ich doch sehr mit gemischten Gefühlen an das Buch rangegangen. Nonino ist der Name des Jungen, der unsere Hauptperson ist. Nonino ist gerade so im Jugendalter und interessiert sich sehr für Fahrradrennen. Also er hat ein Fahrrad und bekommt eins zum Geburtstag geschenkt. Und er macht immer... ja, er gibt immer so kleine Rennen mit seinen Freunden zusammen, wer zuerst am, ich weiß gar nicht mehr, am Teich ist oder an dieser Stelle, wo die sich immer treffen. War das ein Teich? Irgend sowas war es. Das war irgendeine bestimmte Stelle und da machen die immer Rennen bis dorthin. Darunter zwei Jungs und seine beste Freundin Linda. Ja, und er bekommt dieses grandiose Fahrrad zum Geburtstag, was er sich schon lange gewünscht hat. Seine Mama hat dafür extra gespart und hat ihm das dann geschenkt. Und das muss natürlich sofort ausprobiert werden. Das Problem ist, dass er nicht lange was davon hat, weil er in einen Unfall gerät und das Fahrrad ist dann Schrott. So, ja, also Nonino startet nicht so gut in das Buch hier rein. Er muss so eine große Enttäuschung erfahren und er weiß nicht so richtig, er würde es gern, es lässt sich nicht reparieren, aber er braucht unbedingt wieder ein Fahrrad. Er hat ja kein Fahrrad mehr. Und ja, er kann keine Rennen mehr fahren. Er will ja später Radsportler werden. Und das nimmt ihn schon sehr mit, dass dieses Fahrrad jetzt kaputt gegangen ist. Er überlegt, wo er Geld auftreiben kann, um sich ein neues Fahrrad zu kaufen. Und versucht da einiges, aber es klappt nicht so richtig. Und dann taucht plötzlich auch noch dieser Kerl auf, der sagt, er ist ein Freund seines Vaters, Alex Montana. Sein Vater ist vor einigen Jahren gestorben und ja, plötzlich steht er da mitten in der Wohnung und alles an ihm erscheint Nonino sehr merkwürdig. Er hat ein sehr schlechtes Gefühl. Das ist ein ganz, ganz merkwürdiger Kerl, weiß er sofort und auch die Art und Weise, wie er sich seiner Mutter gegenüber verhält, gefällt Nonino überhaupt nicht. Aber dieser Alex Montana vertraut Nonino eine Kochmütze an. Die, ja, eine sagenumwobene Kochmütze, die schon sehr viel hinter sich hat und hinter der auch jede Menge Leute schon her waren und auch immer noch her sind. Alex sagt zu Nonino, dass er diese Kochmütze einige Zeit am Körper behalten soll, damit sie sich an ihn gewöhnt und dann wird er Außergewöhnliches damit vollbringen. Was dann auch der Fall ist. Nonino interessiert sich überhaupt nicht für Kochen. Er kann nicht kochen. Er kann vielleicht eine Bockwurst warm machen und das war es dann auch schon. Aber wenn er diese Kochmütze auf hat, geschehen Wunder. diese Kochmütze, das Essen, was mit dieser Kochmütze zubereitet wird, führt Menschen zusammen. Sie
sorgt dafür, dass Erinnerungen wachgerufen werden. Sie schlichtet Streit. Oder das Essen, genauer gesagt, ist ja nicht die Kochmütze selber, sondern das, was man damit kreiert. Und ja, das ist auch der Grund, warum so viele Leute hinter dieser Kochmütze her sind. Und ja, eines Tages ist die Kochmütze plötzlich verschwunden und Nonino weiß nicht so richtig, wo er jetzt danach suchen soll. Er wollte sie ja eigentlich verkaufen, um sich davon ein neues Rad zu holen, aber er fühlt sich verbunden mit dieser Kochmütze und plötzlich sieht es auch so aus, als ob einer seiner Freunde dahinter stecken könnte. So, das ist das, worum es in dem Buch geht. Und ich muss sagen, es hat mir sehr gut gefallen. Es gab aber ein paar Abstriche. Also ich fand die Idee mit dieser Kochmütze wahnsinnig gut. Auch die Umsetzung fand ich sehr gut. Also ich meine, dass sie wirklich Menschen näher gebracht hat zueinander und Gefühle wachgerufen hat, einfach, auch während des Lesens. Also man hat sich sehr wohl gefühlt mit dem Buch. Die Idee, dass hier Kochrezepte mit drin sind, die in den Kapiteln genannt werden, hat mich nicht vom Hocker gehauen, weil ich das vorher schon kannte von anderen Büchern. Gut, es ist jetzt ein bisschen älter, also man weiß nicht, wer zuerst damit angefangen hat. Aber die Rezepte sind jetzt auch nicht unbedingt sehr professionell. Also das ist ja irgendwie eine professionelle Kochmütze, gehe ich mal davon aus. Die Rezepte wurden jetzt aber nicht so sehr professionell hingeschrieben, sondern eher doch kindgerecht, in dem Sinne, dass da auch steht, Nonino und seine Freunde haben die Zutaten zusammengeschmissen. So steht das dann drin. Hat mich als Köchin jetzt ein bisschen zur Weißglut gebracht. Außerdem gibt es dann eine Szene, wo eine Tomatensauce zubereitet wird und Nudeln dazu. Aber da finde ich es doch ein bisschen schade. Es soll die Erinnerung an die Oma wachrufen, der Dame, für die das Gericht hergestellt wurde. Und ich denke aber mal ganz ehrlich, dass die Oma von ihr die Nudeln selbst gemacht hat. Und ich gehe auch davon aus, dass Nonino die Zutaten für Nudelteig hätte finden können, weil das ist nicht besonders schwierig. Ich weiß das. Weil ich habe ein tolles Rezept für Nudelteig. Und das geht sehr schnell. Ja, also ich denke, man hätte da nicht unbedingt die Nudeln aus der Verpackung nehmen müssen. Es ging jetzt zwar hauptsächlich um diese Soße, aber ich denke mal, es hätte die Erinnerung, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Oma von der Frau die Nudeln nicht selber gemacht hat, weil die alten Leutchen, die haben doch noch alles selber gemacht, ne? Und gerade Nudeln, wenn es Italiener sind, Nudeln werden in Italien doch selbst gemacht. Meistens, denke ich, zumindest privat. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Da wird doch von einem zum anderen der Nudelteig weitergereicht, so als Rezept. Also ich denke, das hätte man anders machen können. Das hat mich echt aufgeregt, muss ich sagen, weil ich mir denke, Mensch, wenn du die Tomaten selber machst, dann kannst du die Nudeln noch selber machen. Das dauert 10 Minuten höchstens. Also das zusammenschmeißen und dann noch Wasser aufkochen, gut, eine Viertelstunde vielleicht. Aber die Nudeln selber, die brauchen dann nur 5 Minuten und dann sind die fertig. Und wenn überhaupt, wenn nicht sogar 3 Minuten. Ach, die sind sehr schnell fertig, dadurch ist es dann fertiger roher Nudelteig ist und da geht das alles sehr viel schneller. Also das hätte jetzt nicht so viel Zeit gekostet. Man hätte die Nudeln ruhig selber machen können. So, jetzt bin ich aber fertig. Ja, also das war ein bisschen unprofessionell, fand ich. Aber ansonsten war es sehr interessant, muss ich sagen. Also mir hat diese Reise, ich weiß es nicht, kulinarische Reise sehr gut gefallen. Auch, dass mit verschiedenen Rezepten aus verschiedenen Ländern gearbeitet wurde, fand ich sehr schön, muss ich sagen. Das hat mir gut gefallen. Und es ist auch sehr kindgerecht oder jugendgerecht. Also man kann es auch, denke ich, Kindern geben, die noch ein bisschen jünger sind. Wann kam denn das raus? Ich weiß es gar nicht mehr. Also auf jeden Fall, ich hätte ehrlich gesagt sehr gerne den zweiten Teil gelesen, aber ich habe ihn leider nicht gefunden. Ich habe mich doch dafür interessiert, muss ich sagen. Als ich fertig war, habe ich mir gedacht, ja, könnte man eigentlich weiterlesen. Es war nicht schlecht. Ist aus dem Jahr 2006. Tja. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwo noch finde. Vielleicht im Secondhand-Laden, wo ich das hier gefunden habe, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Pferdestern ist sein erster Kinderroman. Oh, das ist Kinderroman, siehst du, hab ich ja gesagt. Ist auch vorne eine Erklärung drin, was ist, wer die Personen alle sind, weil es sind relativ viele Personen. Da hat man immer eine schöne Übersicht. Ist das alles, ja. Wenn man gerade nicht so weiß, es sind doch relativ viele Namen, wer gerade wer ist, da kann man vorne nachgucken. Das fand ich sehr schön, muss ich sagen. Vermisse ich manchmal bei anderen Büchern. Aber ich denke, das hat auch was damit zu tun, dass es, wie gesagt, eher so ein Kinderbuch ist, ne? Aber doch ältere Kinder. Die Kinder das vielleicht auch nicht am Stück lesen und dann vergessen könnten, um wen es hier eigentlich geht. So, es hat insgesamt 265 Seiten. Und der zweite Teil hat angeblich 250 Seiten. Aber ich habe ihn nicht gefunden. Also kann ich euch leider gar nichts weiter dazu erzählen. Ich kenne auch den Baumhaus Verlag überhaupt nicht. Das ist das erste Buch, was ich aus diesem Verlag lese. Ich finde das Cover jetzt nicht unbedingt schön. Also gefällt mir jetzt nicht so. Aber okay. Ja, egal. Naja, man muss ja, egal, scheiß auf das Cover, was soll's. Ich weiß sowieso nicht, warum ich es überhaupt gekauft habe, von daher. Ja, egal. Ansonsten gibt es, glaube ich, gar nichts weiter so dazu zu erzählen. Ich fand es nicht schlecht dafür, dass ich mit sehr gemischten Gefühlen an das Buch rangegangen bin. Es war jetzt nicht alles nachvollziehbar, was Nonino gemacht hat, aber ich fand ihn irgendwie ganz niedlich. Wie alt ist er überhaupt? Das habe ich nämlich auch schon wieder vergessen. Das steht aber, glaube ich, hier drin. 11 Jahre alt. Naja, dauert noch ein bisschen, bis er in die Pubertät kommt. Vielleicht. Man weiß es nicht so genau. Also es sind hier, über 3 Seiten. Das sind genau 3 Seiten mit Menschen. So. Eine Stelle war ganz komisch. Da hat Nonino seine Mutter Marlena genannt. Das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich dachte schon, ich hätte mich verlesen, aber dann habe ich festgestellt, dass das tatsächlich Nonino gesagt hat. Aber warum nennt ein 11-jähriger Junge seine Mutter beim Vornamen? Das ist nur einmal passiert. Wenn er es die ganze Zeit gemacht hätte, könnte ich es irgendwie vielleicht noch nachvollziehen, aber es war nur das eine Mal. Ansonsten hat er Mama gesagt oder Mutter oder Mutti oder irgendwas. Das war ein bisschen merkwürdig. Aber okay, das lassen wir einfach mal so stehen. Ja, also ich bin gespannt, ob ich irgendwann mal noch einen zweiten Teil davon finde. Ich weiß auch gar nicht, wie viele geplant waren. Aber ja, also sehr wenig Informationen. Ich meine, es ist jetzt auch schon wieder 12 Jahre her. Aber normalerweise in den Tiefen des Internets verschwindet doch nichts. Und deswegen hatte ich eigentlich gedacht, dass ich dazu noch was finde. War jetzt leider nicht der Fall. Vielleicht gab es auch gar keinen dritten Teil. Vielleicht kam das nicht so gut an. Ich weiß es nicht. Ich fand es aber nicht schlecht, muss ich sagen. Kann mir auch gut vorstellen, dass es einem Jungen in dem Alter gefallen könnte. Oder einem Mädchen. Bin ich ganz ehrlich. Also ich denke, es ist doch sehr kindgerecht. So. Okay, das war es erstmal wieder von meiner Seite. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann hoffentlich nächste Woche bei der nächsten Buchvorstellung. Bis dann.